Hi, willkommen zurück zu Tomb Raider. Letzten Part ist ja eine kleine Katastrophe passiert, weil ja, wir haben einen Rettungsruf abgesetzt. Es kam auch jemand. Dann kam plötzlich ein Sturm. Ein Blitz ist in das Flugzeug eingeschlagen und das Flugzeug ist abgestürzt. Ja, und die Einheimischen haben den Piloten schon abgemurkst. Und das ist, glaube ich, der Co-Pilot. Also einen von beiden haben sie auf jeden Fall abgemurkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Co-Pilot oder der richtige Pilot ist. Und der andere, der ist mit dem Fallschirm dahin. Und ja, den versuchen wir zu retten. Mal hoffen, dass wir diesmal schneller sind. So. Oh, fuck. Falsche Taste. Ja, ich habe jetzt eine Woche Tomb Raider nicht gespielt. Ich muss erst wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe privat viel Sekiro gespielt. So New Game Plus mäßig. Da ist die Steuerung ja etwas anders. Deswegen muss ich erst wieder reinkommen. Aber ich denke, ich sollte passen. Wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Okay, kommt der eine hier hin, dass ich den runterkillen kann? Oh, der pisst, oder was ist das? Gehen wir. Sag mal, was machst du als erstes, wenn wir von hier wegkommen? Was gutes Essen? Scheiße. Ja. Wird's denn sein? Ah, warte mal. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich Aufmerksamkeit haben, weil die sich unterhalten. Ich wollte eigentlich die Pistole ausrüsten, aber okay. Tod ist tot. Ich bin sogar, glaube ich, sogar auf dem richtigen Weg, oder? Erstmal gucken wir noch, was hier so ist. Das sind hier auf jeden Fall diese Dinger. In dieser Bereich der Karte, wofür man wieder was bekommt. Oh, wir haben schon welche entzündet. Aber das wusste ich nicht mehr. Wie gesagt, der letzte Part ist eine Woche her. Wie konnte ich die Fackel nochmal löschen? Machen wir einfach mal so. So. Es ist die Frage, wo ich lang muss, ne? Da ist nämlich der Pilot. Weil ich kann hier lang und ich kann auch links lang. Ich gehe erstmal links lang. Das sieht nach optionalen Weg auf. Aber wir können auch mal die Karte aufmachen. So. Dann gehe ich hier hin, das ist, ja, hier kann man wahrscheinlich nur Sachen finden und nach da muss ich irgendwie zum Piloten, okay. Komme ich denn irgendwie zurück, beziehungsweise wieder hier hin? Ich würde sagen, ja, ne? Ah, Moment. Ich weiß, wo das ist. Hier waren wir schon mal. Da sind wir dann da oben zum Turm hingelaufen. Zum Funkturm. Also da unten muss ich dann nicht hin. Vielleicht habe ich jetzt Fähigkeit, um irgendwas zu bekommen, aber ich gucke mich erstmal hier so um, was es sonst noch hier so gibt. Ja, genau. Da waren wir schon mal. Okay, okay, okay. Dann haben wir das abgehakt. Zack, runter wieder. Bin ich jetzt zu tief gesprungen? Ja, bin ich. Aber wir können zum Glück wieder hoch. Ah, wir können den nochmal looten. Okay, dann machen wir das. Ja, der Pilot schwebt in Lebensgefahr, aber scheiß drauf. Erstmal die Gegend erkunden, ne? Viel wichtiger. Dann nehmen wir wieder meinen Bogen. Und damit müssen wir jetzt hier uns ein Seil drüber spannen. Kann ich mich fallen lassen? Ja, kann ich. Überlebe ich auch. Weil ich habe da von oben was gesehen. Und zwar hier. Eine Kiste.
Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Ja, auf jeden Fall. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Hatte der anscheinend guten Durst. So. Ich kenne jetzt hier natürlich. Da ist auch was. So, gehen wir mal dahin. Okay, jetzt wird es leicht unübersichtlich, weil hier gibt es viele mögliche Wege. Aber wir müssen irgendwie zum Piloten. Alles andere ist erstmal egal. Oh, ein Teil von Gewehr gefunden. Noch zwei weitere und... wir können das Gewehr upgraden. So. Da ist das Rauchsignal. Oh, ich kann nicht zurück, heißt das, wenn ich so rutsche. Ich kann hier hoch. So, bevor ich zu den Rauchsignal rüber schwinge, gucke ich mich erst um. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Mhm. Ja, wir haben ja auch schon was gesehen, aber ob die Sonnenkönigin damit was zu tun hat? Ah, jetzt kann ich da so rüber, um zurückzukommen. Da kann ich auch. Ich will mal nicht sofort dahin, weil es ist doch bestimmt noch Sachen zu entdecken. Was ich sagen wollte, ja, wir haben auch schon Bekanntschaft mit der Sonnengöttin gemacht. Oder vielmehr die Piloten, die uns retten wollten. Moment. Das ist eine Verbindung, die ich schon habe. Komme ich da hoch? Nein. Aber ich kann wieder da zurück. Und da kann ich noch lang. Und ganz oben kann ich auch lang. Aber ich kann nicht mehr zurück, ne? Ich bin hier runter. Doch, ich kann zurück. Okay. Also. Ich versuche ja möglichst die Augen offen zu halten. Ich werde nicht 100% machen, weil Backtracking und so, aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, irgendwas zu entdecken, dann will ich... ein Grab. Hier oder was? Ja, sieht so aus. Gut, dass ich zurückgegangen bin, Leute. Lol. Ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich habe es ein paar Mal durchgespielt. Warum ist das nicht in meinem Kopf drin? Dass hier eins ist. Die ersten beiden, das wusste ich noch. Aber das hier, komplett aus dem Kopf weg. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele es sind. Ich glaube, 5 oder 7. Ich weiß es nicht ganz genau. Ach so, okay. Oh Mann, das Geräusch erinnere ich mich. Oh, nächstes Gewehrteil sogar. Noch ein Ding und wir können unser Gewehr weiter auftun. Das hat irgendwas mit Windspielen zu tun, das Rätsel. Ist der... hä? Warum geht sie da nicht durch? Ja. Frag mich nicht, warum sie da eben nicht lang gegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Okay, es hat ja irgendwas mit dem Windspielen zu tun. Halle des Aufstiegs. So. Ja, es war das mit den Windrätseln. Okay. Das Rätsel kenne ich natürlich nicht mehr, aber...
Ah, ich habe einen Bogen. Hat ihm was eingesammelt? Okay. So. Das gehörte früher zu Yamatai. Okay. Man musste irgendwie den Wind manipulieren. Ich habe aber keine Ahnung mehr, was, wie man das macht. aber hier muss irgendwo ein Schalter sein, das weiß ich noch. Ah, der wahrscheinlich. So, was passiert, wenn ich das hier mache? Das dreht nach oben und wird dagegen gepfeffert. Bringt mir das was? Wahrscheinlich nicht. Man musste irgendwas mit den Fenstertoren da machen. So. Auf den ersten Blick sehe ich da unten nur den... Man, was passiert, wenn man da drauf geht jetzt einfach schon mal? Es passiert gar nichts. Das ist alles eine Dekoration. Das sieht so aus, als ob man hier drauf könnte. Ja, ich muss da irgendwie hoch, aber... Ja, man kann an das Brett da und muss... Okay. Es kehrt langsam in den Kopf zurück. Glaube ich. Man muss den Wind ausmachen. Ah, da ist was zum Drehen. Okay, habe ich eben nicht gesehen. So, jetzt muss ich mich, glaube ich, beeilen, weil das Ding wird irgendwann aufgehen wieder. Ja. So, hoch, drauf und jetzt warten, bis die Tür aufgeht und dann da oben drauf jumpen. Ja, und dann geht das runter. Ich habe das zu früh hoch gemacht. Warte mal, bis das erste Fenster aufgeht. So, jetzt. So. Ich bin zu früh. Aber so muss man das, glaube ich, schon machen. Wie sie sagt, das Timing muss stimmen. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Brauchst du mir nicht jetzt verschicken? So. So. Und jetzt! So. Gar nicht so schwer, man muss nur da drauf kommen, dass das Timing exakt stimmen muss. So. War das schon alles an Rätseln hier oder kommt noch was?
Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Keine Ahnung. Gibt's hier irgendwas anderes noch, außer meine Kiste, die ich suchen möchte? Die Kiste ist nämlich da. Was anderes scheint es hier nicht zu geben. Okay. Das war jetzt auch... Ja, ich habe ein bisschen gehangen, aber es war eigentlich einfach. Man muss ja mal... Okay, man muss aber erstmal drauf kommen, dass man... nicht automatisch da hochkommt, sondern dass man das Timing abpassen muss. Am Anfang habe ich gedacht, ja, easy peasy, einfach den Wind dazu machen, dann macht er auf. Aber ist nicht so, weil das geht irgendwann wieder runter. Man muss es genau im passenden Moment machen. So, dann können wir zurück. Ja, Upgrade. Ich habe zwar einen Fähigkeitsbekundung, aber komm. Brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen noch, wenn möglich, den Piloten finden. Das müsste, glaube ich, von der Zeit her auch noch hinhauen. Weil so weit war der ja nicht weg. Es ist schön, dass die Karte aktualisiert ist, aber ich brauche die im Moment nicht. Um ehrlich zu sein, brauche ich die nur, wenn ich nicht weiß, wo ich lang muss, oder? Wenn man später alle Sachen sich holen möchte, damit man weiß, wo was ist. Wenn man das Teil gefunden hat, das alles aufdeckt. So, den können wir auch mal entzünden, den Butter hier. Fackel aus, nicht, dass sie Gegner sind. Warum schwenkt die Musik schon wieder so? Ne? Ich habe nicht das Wort Gegner in den Mund. So. Runter, Lara. Ach, das sind Vogeleier. Ja, ist egal. Die 10 Erfahrungspunkte kacke ich. Das ist, glaube ich, die zweite Aufgabe, die man hier bekommt, ne? Ja, da steht es. Eierwilderin. Mhm. 5 von 7. Auf die 10 auf XP verzichte ich. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Ja, das Schöne eigentlich, wenn man die 100% macht, ist, dass man die ganzen Dokumente so findet, dass man Hintergrundinformationen erhält. Aber ich glaube, so wichtige Dokumente, die verpasst man nicht. So. Okay, dann gehen wir zu unserem Punkt, wo wir schon mal waren, zurück. Das war schon ganz richtig, wo wir waren. Oh, warte. Kommt man da runter irgendwie? Aber ich komme nicht wieder hoch dann, ne? Weil da unten, ne, das ist auch zu tief, dann sterbe ich, wenn ich da runterspringe. Dann kommt man wahrscheinlich irgendwie anders hin. So. Ich muss darüber. Sie zittert ganz schön. Da ist auch eine Felswand, die nach unten führt, ne? Fuck. Der wird nicht halten, oder? Scheiße. Natürlich hält er nicht! Ah, deswegen ist die Felswand hier. Okay.
Ich gehe mal kurz runter, was hier unten ist. Ein tiefer Abgrund, okay. Oh! Ich habe gedacht, das geht schneller. Hm. Tut sich, glaube ich, nicht mit normalen Kratzen. Ja, weg anscheinend. Vielleicht sind ein paar Inselbewohner mir zuvorgekommen und er hat das Weite gesucht. Würde man ihn auf jeden Fall nicht verübeln. Na, guck mal auf der Karte, wo befinden wir uns? Oh, wir gehen jetzt in unbekanntes Terrain. Aktuelle Position, Bergpass. Hm? Den Buddha kann man irgendwie nicht entzünden. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Was für ein alter japanischer Palast. Ich habe nichts dergleichen bisher gesehen. Naja, die Insel ist ja auch groß. Wir waren noch nicht überall. Und ein neues Lager. Das geht jetzt nicht. Wie, das geht jetzt nicht? So, Kämpfer-Upgrades. Was haben wir denn hier so? Ja, das habe ich schon. Schmutzige Tricks. Werfen Sie Ihren Feind Steine und Dreck ins Gesicht, um die anfällig für Angriffe zu machen. Mhm. Okay. Nehmen wir mal das. Könnte nützlich sein. So. Der Bogen wurde geupgradet. Eine neue haben wir. Ist auch relativ billig. Schlüsselringabzug. Was macht das jetzt? Ich habe es einfach gekauft, ohne es mir durchzulesen. Erhöht die Schussfrequenz. Oh ja, ist nicht schlecht. Wie viel habe ich noch? 233. Reicht das, um irgendwas abzugraden? Pistole ist voll. Das ist auch voll. Das, ja, ja, okay. Hier sind viele Wege. Zeig mir mal die Karte. Ah, okay. Ist doch nicht so. Wo laufe ich jetzt lang? Ich laufe den Weg zurück, okay. Ich dachte schon, ich hätte mich verlaufen. Aber die Karte hilft mir etwas, damit ich es nicht tue. So, dann gucken wir mal kurz um die andere Abzweigung, ob da noch irgendwas ist. Das sieht nicht so aus. Nein. Okay. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Ja. Aber was macht der Pilot? Was will der Pilot hier? Warum wartet er nicht bei der scheiß Fackel? Das ist doch voll dumm, was der macht. Wo muss ich jetzt hin? Da durchgehen, würde ich sagen, ne? Eine Pilgerfahrt. Okay. Sind wir vielleicht bei den japanischen Tempel, den Helix angesprochen hat? Eine Königin. Himiko?
Unglaublich. Was ist das da vorne? Captain Jessup? Ist das der Pilot? Captain Jessup? Jo, Tatsache. Lebt er noch? Oh mein Gott. What the fuck? Ah, Scheiße! Das war eine Falle. Für ein Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, die Oni-Wächter! What the hell? Was geht hier ab? Okay, wo bin ich? Okay. Was ist da gerade passiert? Messias hat uns eine Falle gestellt. So viel habe ich noch geblickt. Und dann wurde ich K.O. gehauen und da kamen irgendwelche Viecher und hab die Leute von Messias abgemetzelt. Ja, und ob wir uns hier befreien können, das schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, Leute, und ciao!